Mafia 2. Ja, wir sehen uns was an. Ach, haben wir den hier. Ist ja gut, ich gehe ja schon ans Telefon. Peter, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe vom Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Okay, wir sollten vorher noch was essen. Nur Bier und alles klar. Die Mono sieht aber nicht ganz trash aus. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, hä? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Na, okay. Na gut. Fahr nach Greenfield. Moment, da. So, na. Okay, aber sag mir jetzt, was Sache ist. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Okay. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen und noch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient? Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert hat, steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Ja. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns etwas anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn mundtot machen. Hier. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun hatten, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hast du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Was zum Teufel soll das? Krieg dich gefälligst ein. Wo hast du denn Farben gelernt? Bei deiner Mutti. Ich bin immer weit. Oh, mal gucken. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Warum? Ich hab, ich hab's eilig. Na eben. Bring das da hinter uns. Je schneller der Mann tot ist, umso besser. Verfolgung von Rase aufgenommen. Ich bin kein Rase, ich bin nur ein schneller... Roger. Mann, schnell fährt. Ich hab's eilig, Polizei, tut mir leid. Kommt morgen wieder, dann können wir reden. Boah, Alter. Ja, wow, ich hab mich verrückt. Ja, genau. Fahr mir halt genau noch fast rein. Hm. Ja, genau. Weißt du noch, was du sagen sollst? Ja. Gut, dann kannst du ja losgehen. Scheiß Bullen, ja. Das ist nur Gärtner, ne?
Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Ich sagte, Scheiße, los! Ich zieh weg hier! Wir haben ein Tötungsdelikt! Tatverdächtiger ist bewaffnet! Agent Cox, brauche Verstärkung in Greenfield! Alles klar! Sofort, verdammt! Mann, schieß mal ein bisschen genauer! Er ist dann tatsächlich unter Polizeischutz! Das sieht Eddie ähnlich. Unwichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Hältst du mich um? Nein, Bullen können keine Kurven fahren. Den nächstbesten Modeladen, den nehmen wir auch. Wo sind die Bullen unten? Die sind ganz weit weg von uns. Scheiße, das war knapp. Okay, bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Wow. Bitte! Willkommen, Sir. Bitte treten Sie näher. Schon verpiss dich. Gib mir Deckung, Vito! Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Kollege am Boden, schießt! Verstanden. Ich hab Ihnen doch nichts getan! Waffen sind hier nicht erlaubt. Raus! Halt's Maul. Und hier. Müssen sie neue Karre bauen. Oh Mann. Extrablatt! Englands König plant Besuch in Empire Bay! Prinzessin Grace Company! Und weiter geht's. Puh, das hat mir nicht. Da waren wir 72.000. Nee, das ist nicht auch nicht. Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn! Reg dich ab, ich hab's eilig. Das Geld hier. Willst du die Drecksbullen auf uns aufmerksam machen? Krieg dich gefälligst ein. Immer nur mal gemacht. Geil. Okay. Viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay. Bis später. Fahrt zu Derek und erkunde dich auf, bevor ihn Abend auf dich arbeitet. Okay. Fahr ich zu Harry, wenn ich in der Nähe bin. Hier Geld muss ich ihn auftreiben. Ist hier nicht dabei, ne? Ich wär fast draufgegangen, du Arschloch! Genau.
Hast du mich ein Arschloch genannt? Hä? Und mehr? Penner. Der hat mich Arschloch genannt. Dich will ich umspannen. Ja. Danke. Weißt du... Natürlich, deine Freunde sind gedrängt in der Nähe. Warum auch nicht, ne? Boah, meine Fresse, am nächsten Mal fahre ich dir einfach. Meine Güte nochmal. Du liegst hier einfach um, ey, ohne Scheiß. Ich wär gerade draufgegangen, du Arschloch! Nimm die runter, sonst du legst dich mit dem Falschen an. Bitte, so. Lassen Sie mich gehen, bitte! Dieses Dreck! Wir haben ein Tötungsdelikt. Tatverdächtiger ist bewaffnet. Roger. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Alles klar. Mit dem Bullen im Nacken kann ich da nicht hin. Hast du schon den richtigen Fall? Na komm, dann schneide ich ab. Ich will keine Bullen am Arsch haben. Komm, ich helfe. Danke, geht doch. Okay, ich lasse den Scheiß jetzt. Bringt ja eh nichts. Okay. Oh, mein Fehler. Tut mir leid. Verzeihung. Schnell zu Harry. Ja, wer ist da? Ich bin's, Vito. Rein mit dir. Okay. Bei mir findest du jede Knarre. Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Wer mit deiner Mutti, oder was will der eigentlich? Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Weidmanns Heil, Vito! Ja, komm, ausgezeichnete Waffe. Hier, bitte, Vito. Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Okay. Pass auf dich auf. Du bist mein bester Kunde. Wahrscheinlich ein einziger sogar. Okay, ich würde mal sagen, ab zu den Docks, ne? Ist ein langer Weg bis da unten hin. Da kann man direkt im Waffenladen aber fallen. Ich meine andere Karte. Raus da, verdammt! Hey, raus mit dir! Steig schon aus! Bitte nicht schießen! Kann sich hier Gott, steh uns bei! Ja, das ist besser. Bin auch nicht wirklich, aber... Andere war schon wieder am Dampfen. Okay. Das wird nicht lustig, wenn wir da hinten hinkommen. Ob wir überhaupt überleben bis dahin? Fraglich.
Wie weit ist es noch? Oh, ich hasse das so. Hallo. Nicht. Ey, da haben wir schnelle Karre. Da haben wir eine verdammt schnelle Karre. Niemand. Okay, jetzt geht's echt nur geradeaus erstmal. Warum sind wir der wirklich aus? Der Fettband ist ja sowieso irgendwie, ganz ehrlich. Okay, wenn ich Steve und Derek hab. Ich würde gerne mitbringen. Machen Sie einfach Ihren Job und mehr Kugeln an. Meinst du, ja? Mann, ja, weg sind wir. Und schauen wir mal, 600 Gold. Dann hast du ja 5000. Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sag ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Winnie. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen.
Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Sag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben will. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Du wirst genauso enden wie dein Alter. Steve, sorry. Stefanie. Ah. Aber dann tatsächlich der Weg Schweine. Damit nicht abhauen. Alter, ich bin immer mit einem Schuss tot. Was ist das denn? Scheiße. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst jetzt. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch aus. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Du wirst genauso enden wie dein Alter. Oh, wir sind schon umgekommen. Weißt du, genau da muss ich nachladen. Alter, der Pisser geht mich auch da hinten.
No, alles klar, da war keiner. Jetzt bin ich tot. Die Chancen stehen 50-50. Alter, ich zeige dir den Vertrag, wer wir sind. Okay. Ich drehe mich um und werde erschossen. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch aus. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Das ist genauso entschieden, Alter. Ich hab dir nie getraut, komm her. Was sind denn die Wichser, ne? Mein gleichen Fehler mach ich nicht nochmal, das sag ich dir. Ich geh jetzt rum. Fettsack ist doch bestimmt in deinem Büro, oder nicht? Genau. Was glaubst du, Vito, verdammt? Glaubst du, kannst du was durchziehen und dann einfach da spazieren? Du bist am Arm! Ja, weißt du! Oh, meine Fresse nochmal! Ich mach mal Karten, wir sehen uns zum nächsten Fall wieder. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind.